in Germany war ja über 100 Jahre lang ein absolutes Markenmerkmal, ein Siegel, ja, für deutsche Qualität. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, wir alle kennen natürlich solche Pioniere und solche absoluten Legenden wie beispielsweise ein Gottlieb Daimler, Karl Benz und wie sie alle hießen, ja. Und wenn man sich damals so diese ganze Qualität angeschaut hat, dann hat sich dieses Made in Germany ja weltweit durchgesetzt. Auch jetzt noch, wenn du zum Beispiel international schaust, wenn viele Amerikaner, die wollen sich so ein Porsche leisten. Oder ich war neulich zum Beispiel auch mal hier in der Nähe in Deutschland bei einem Geschäftsmeeting und da hat man mich freundlicherweise abgeholt und ich war zum ersten Mal in meinem Leben in so einer S-Klasse hinten drin von Mercedes. Ja, und das ist schon eindrucksvoll, muss ich sagen. Mittlerweile ist es aber leider so, dass sich ein neuer Slogan nach und nach durchsetzt und zwar German Free. Und das ist genau das Gegenteil, das ist das Siegel quasi. Schaut mal hier, hier haben wir jetzt in der Lieferkette keinerlei deutsche Produkte mehr. Also da können wir in Zukunft darauf setzen. Und das ist ein absoluter Negativfaktor. Und maßgeblich daran beteiligt ist nicht die deutsche Industrie, die daran schuld ist, weil sie auf einmal nicht mehr irgendwie Qualität herstellen möchte oder so, sondern maßgeblich ist natürlich hier beteiligt daran unsere Ampelregierung. Das hier beispielsweise, ne, ist jetzt hier unsere Außenministerin zusammen mit der Generaldirektorin der World Trade Organization. Und diese hat einen Satz gesagt, der absolut prägend für die aktuelle Situation ist, ja. Und zwar, und das ist kein Spaß, das ist ein Originalzitat, seht ihr hier, von der Generaldirektorin der World Trade Organization aus Nigeria. Und diese Seite hier ist Manager Magazin, ja. Und da steht, wenn wir mit China sprechen, bekommen wir einen Flughafen. Sprechen wir mit Deutschland, gibt es einen Vortrag. Das heißt, wir haben einfach statt Made in Germany Qualität, mittlerweile einfach nur noch Made in Germany Moral. Und das kommt international nirgends mehr wirklich an. Hier schreibt der Autor, Hersteller und Foren werben seit einiger Zeit damit, dass ihre Produkte German Free sind, also keinerlei Bauteile aus Deutschland enthalten. Das gilt insbesondere für die Sicherheits- und Verteidigungstechnologie. Ja, also und ganz zentral auch, wir moralisieren uns aus bestimmten Segmenten, wir preisen uns aus bestimmten Märkten und wir dilettieren uns aus bestimmten Technologien. Es ist wirklich haarsträubend. Wir haben Leute in der Politik, die von Wirtschaft einfach nichts verstehen. Deswegen kommen sie mit neuen Regulierungen, neuen Gesetzen, die die Energiepreise teurer machen, was übrigens auch zu massiv schlechterem Klima und so weiter führt, wie ich gleich noch zeigen werde. Aber vor allem führt es dazu, dass die Unternehmen in Deutschland nicht mehr können, wie sie eigentlich wollen. Und deswegen halt abwandern müssen. Aber, das ist natürlich immer eine Sekundärlösung, trotzdem von internationalen Wettbewerbern dann eingeholt werden, ja. Und deswegen dann, wie er auch hier schreibt, Polen sich lieber bei eben ihren Rüstungsgütern und so in Südkorea eindeckt, statt bei uns, ja, obwohl die am anderen Ende der Welt sind. Okay? Die Investitionsgarantien des Bundes künftig an die Erfüllung der klimapolitischen Sektorleitlinien Deutschlands zu koppeln, wird genau dieser Effekt haben. Käufer in Afrika, Asien und Lateinamerika werden sich genau überlegen, ob sie die ewigen Belehrungen aus Deutschland in Produkte verbaut importieren wollen. Ja? Also, ich denke, es ist langsam Zeit umzusteuern. Spätestens, wenn man sieht, dass die großen Konzerne aus Deutschland, BASF und so weiter, alle abwandern. Hier steht es doch. Die ganze Produktion von Ammoniak wird in Deutschland nach und nach zurückgefahren. Die extrem hohen Energiepreise sind natürlich der Hauptgrund dafür. Und jetzt kommt das Klimathema mit rein. Hier steht nämlich auch, damit ist dieser Markt in sozusagen German Free, ne? BASF, Lanxess und so weiter, die produzieren das in China. Und jetzt kommt's, die riesigen Mengen, mit denen die beiden Unternehmen die Weltmärkte versorgen, werden nun fast komplett aus China kommen. Mit dem Effekt, dass der CO2-Ausstoß bei der Produktion in etwa um Faktor 10 steigen wird. Ammoniak wird in China aber deutlich weniger umweltfreundlich hergestellt als in Deutschland. Und es geht noch weiter. Er schreibt dir, dass Innenministerin Faeser
zum Beispiel gesagt hat, nein, wir nehmen von den Amis keine Software, wir wollen unsere eigene heimische Software für die Polizei bauen, obwohl die ganzen Spezialisten der Polizei gesagt haben, nein, wir haben so eine gute Software nicht, lass uns lieber die andere einkaufen. Ähnlich ist es ja auch bei vielen Bundeswehr, anderen Softwares und Cloud-Technologie und so weiter. Wir haben nur das folgende Problem, dass wenn wir sagen, was ja theoretisch auch eine valide Denkart ist, zu sagen, wir sollten auch autark sein, wir sollten uns klar nicht überall und so weiter abhängig machen. Aber du musst natürlich dann sagen, dann sollten wir auch mal in der Lage sein, entsprechend eine Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen, die uns befähigt, auch überhaupt solche Software und solche Technologie zu bauen. Und hier muss man einfach konstatieren mittlerweile, der Zug ist längst abgefahren. Wir können softwareseitig aber sowas von nicht mithalten. Klar, es gibt immer einzelne Software-Spezialisten und für einzelne Bereiche auch solche Unternehmen wie zum Beispiel Sartorius, ja, oder Fabersoft aus Österreich beispielsweise. Es gibt immer diese kleinen Nischenbereiche und so. Aber was die großen Anbieter und so weiter angeht, sich einfach zu sagen, nö, wir setzen jetzt hier nicht auf die Cloud und so weiter und wir bauen jetzt überall eben unsere eigene Software, unsere eigene Technologie, haben wir ja gesehen, was bei rauskommt, wenn man sich einfach nur mal diese ganze Corona-Warn-App-Geschichte und so weiter anschaut. Das ist doch absolut haarsträubend, ja. Und dass man sich jetzt damit einfach zufrieden gibt irgendwie und einfach das so akzeptiert, dass aus Made in Germany German Free wurde, das finde ich, ist eine absolute Schande. Und man muss sich ja auch eine Sache sagen, weil grundsätzlich, wenn jetzt BASF beispielsweise im Ausland investiert, dort günstig auch produzieren kann, weil dort die Energie günstig ist und BASF es wieder schafft, Gewinne zu erwirtschaften, klar, dann fließt natürlich auch ein Teil davon wieder zurück nach Deutschland. Ja, völlig klar. Aber was ist denn mit den ganzen Standorten und der Technologie und der ganzen Forschung und dem, was alles drumherum sozusagen entsteht? Davon profitieren wir dann in Deutschland halt nicht mehr. Es fließt noch ein bisschen Geld. Das meiste davon fließt aber sowieso wieder dann zurück ins Ausland, weil, ob du es glaubst oder nicht, ja, die größten deutschen Unternehmen, also die 40 DAX-Konzerne sind es ja mittlerweile, die sind zu mehr als 50% sowieso schon im Eigentum von ausländischen Investoren. Die gehören also nicht mal mehr uns. Das heißt, das ist auch alles nur so ein Show-Effekt. Am Ende geht es immer darum, wem es am Ende alles gehört. Ja? Und dann muss man auch noch sagen, das schreibt hier im Manager-Magazin der Autor auch noch, ist das eine Sache, die aktuell auf Konzernebene noch stattfindet, die sich aber nach und nach auch immer weiter dann in den Mittelstand runterpressen wird. Und das ist ein weiteres Indiz, ein weiteres ganz klares Zeichen davon, dass diese Art von Politik in Deutschland einfach keine Stimme mehr bekommen sollte, damit eben das wieder rückgängig gemacht werden kann, damit irgendwann vielleicht mal wirklich die Leute international wieder anfangen zu sagen, hey, guck mal hier, das ist made in Germany.